Hallo und herzlich willkommen zum 12. Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das Wissensmanagement Ihres Projekts gestalten können und wie es nach dem Abschluss des letzten Schrittes der Methode weitergeht. Während des gesamten Planungsprozesses ist fortgesetztes Lernen erforderlich, um Wissen über das Bearbeitungsgebiet und das Management zu sammeln. Gleichzeitig ist es auch notwendig, auftretende Fehler, unvorhergesehene Aspekte, falsche Annahmen und kreative Lösungen gezielt anzusprechen. Damit wird auch die Grundlage für den Wissensaustausch mit anderen gelegt und eine produktive Basis für die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen geschaffen. Für die Organisation des institutionellen Lernens gibt es keine Standardrezepte. Entscheidend ist ein interner Austausch über den Verlauf des Managementprozesses sowie die Funktionsweise, Struktur und Entwicklung der verwaltenden Einheit. Dieser Austauschprozess wird nur dann produktiv sein, wenn alle Mitglieder des Teams unvoreingenommen daran teilnehmen. Darüber hinaus hängt der Erfolg eines solchen Austauschs von der Bereitschaft ab, bestehende Managementpraktiken zu kritisieren und gegebenenfalls anzupassen. Im letzten Schritt des Marisco-Zyklus können Sie sich die bewerteten Elemente des systemischen Situationsmodells anzeigen lassen und nach Ihrer strategischen Relevanz, Ihres Wissens oder Ihrer Managebarkeit ordnen. Wählen Sie hier zum Menü die Kriterien aus, die Sie anzeigen möchten. Diese Informationen können Sie für Ihr Wissensmanagement nutzen. So könnte sich zum Beispiel eine eigene Forschungsstrategie für Elemente mit hoher strategischer Relevanz entwickeln, bei denen Sie nur über begrenztes Wissen verfügen. Die Detail- und Kommentarfelder der Elemente können ebenfalls für das Management genutzt werden. Hier können Sie alle Informationen abspeichern, die Sie im Laufe des Projekts gesammelt haben. Die Marisco-Methode ist als Zyklus aufgebaut. Sobald Sie Schritt 30 abgeschlossen haben, kehren Sie zu Schritt 1 zurück. Das bedeutet weder, dass Sie in einem endlosen Arbeitszyklus feststecken, noch dass Sie wieder bei Null anfangen müssen. Vielmehr ist es eine Erinnerung daran, dass adaptives Management ein dynamischer Prozess ist, der von Ihnen verlangt, ständig zu lernen und sich im Laufe der Zeit zu verbessern. Errungenschaften und gelernte Lektionen, die durch Monitoring und Wissensmanagement verarbeitet und verfügbar gemacht werden, müssen analysiert werden, um herauszufinden, welche spezifischen Anpassungen erforderlich sind. Das systemische Situationsmodell sollte entsprechend den Erkenntnissen aus dieser Bewertung angepasst werden. Das nachhaltige Management komplexer sozial-ökologischer Systeme ist ein kontinuierlicher, adaptiver Prozess, der niemals enden kann. Regelmäßige Überprüfungen und Verbesserungen sind die wesentlichen Kennzeichen des adaptiven Managements. Die Intervalle der Evaluierung und Überarbeitung hängen vom Umfang der Planungs- und Managementperiode ab, aber auch vom Ausmaß des allgemeinen Wandels, der Rahmenbedingungen und des betrachteten Systems. In vielen Fällen wird eine Evaluierung alle 1 bis 2 Jahre nützlich sein. Einige Leitfragen dafür sind zum Beispiel: Passen die Visionen, die Ziele und die Zielsetzungen noch zu den Zielsystemen? Gibt es neue Elemente oder Beziehungen, die Sie bisher nicht berücksichtigt haben und die in Ihr systemisches Situationsmodell aufgenommen werden sollten? Müssen Sie Ihren Monitoringsplan ändern oder den Umsetzungsplan anpassen? Oder haben Sie eine Ausstiegsstrategie, die die Nachhaltigkeit Ihrer Ergebnisse nach Ende Ihrer Arbeit sicherstellt?